Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Epirus. Wir haben hier gestartet, wir sind hier gestartet, wir. Da ist unser Geburtsort und jetzt sind wir so ein bisschen komisch rausgegangen. So. Es ist wirklich, also so zerflattert war ich eigentlich noch nie und die anderen. Schaut euch mal, ja, die. Die Massilia an. Also hier zwei. Okay, das ist ja noch verbunden. Und, ja, Pergamon hier, hier, hier und da. Das ist. Ich feiere das irgendwie, dass das ist halt jedes Mal komplett anders ist. Ist halt immer. Also kein Spiel ist genauso wie das andere. Und Arena sind so riesig. Das ist echt krass. So, also. Was ist passiert? Hier oben sind wir. Die Boyer. Was ist los? Desertieren? Wieso? Ich hab doch positiv. Ich bin doch zu voll positiv hier. Du, also du bist ein gegnerischer so Ding da. Bin ich eigentlich fertig? Habe ich alles gemacht? Die habe ich gemacht, die habe ich noch nicht gemacht. Dann sabotiere ich dich mal. Schön. Was hast du? Alter, der hat Stufe 3. Und der kann hier angreifen. Das ist nicht gut. Ich brauche das Eisen. Ja, dann befördere ich dich mal. Ja, genau. Dann du bist auch befördert. Forschungsrate ist auch eigentlich immer gut. Aber ich gehe mal auf die Moral. So. Was machst du hier? Keine Ahnung. Ich habe lange nicht mehr Epirus gespielt. So, gut. Ich wollte noch bei der Politik vorbeischauen. Aber mal schauen. So. Ja. Jetzt reite nicht in Zeitlupe, mach mal schneller. Wir wissen alle, dass du hier irgendwas machst. Wieso nicht bei dem? Bei dem wäre es mir egal. Ich will mit denen nicht helfen. Ich will nicht. Kann ich das nicht verwehren? Kann ich den nicht einfach so töten lassen? Oh Mann. Das ist Kacke. Ah, Mann. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich den einfach sterben lassen kann. Puh. Aber das Blöde ist jetzt. Oh nein. Das Blöde ist, ich muss versuchen, den am Leben zu lassen, weil die 501. Die hat zwar auch einen General, aber der hat keine Fähigkeiten. Immer nur der erste General oder der General in. Ach, und. Die kommen da. Okay. Sondern immer der General. Genau, dessen Armee gerade angegriffen wird. Beziehungsweise der General, der angegriffen wird. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Nein, sie will gar nicht eingreifen. Was ist denn die Stadt?
Das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Also auf der Mauer hätte ich den locker aushalten können. So. Pferde bleiben mal hier. Die stellen sich hier auf. Und die stellen sich dahinter auf. Okay. Der stellt sich hier auf. Der stellt sich hier auf. Süß. Komm mal schneller. Dann stellen wir uns mal weiter hier auf. Nee, oder ich stelle mich dann hier auf, meine Güte. Die Fernkämpfer müssen jetzt zurück. Entschuldigung. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Unser General wird angegriffen. Bogenschützen! Jetzt passiert halt sowas. Schlechter geht's gar nicht. Da geht's gerade gar nicht. Die Männer wanken. Ja, natürlich wanken sie. Oh Mann. Weg da. Das ist schon mal ganz gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein... Unser General ist gefallen. Ja, aber der blöde General, ja, nicht unserer. Großer Unterschied.
verarschen kann, ist halt echt. Genau, weil der wankt gerade und der kann jetzt noch chargen, ne? Der macht den platt, diese Pussy. Hat er nicht gesagt, Entschuldigung. Sehr schön. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Da schön auf den Le General. Komm schon. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Wieso fliehen jetzt plötzlich alle? Ist doch. Hä? Ach, ist mir. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ach, das auch noch. Genau, und der da. Okay, der hat anscheinend auch noch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Nein, da ist noch. Das sind noch zu viele. Warte, mit denen reite ich um den rum. Dann mache ich einen klassischen Hammer Amboss Charge. Und einmal Nummer 2. Geschossen bereit zum Einsatz, Einschleuderer! Geschossen Batterie, bereit! Einschleuderer! Geschossen! Ich erwarte eure Befehle! Super. Jetzt kommt der zweite. Das ist echt, das ist nicht lustig gerade. Gerade echt nervig, vor allem die Armee war richtig gut. Verstanden!
erstmal das. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, das sind halt noch 90, das ist ein bisschen viel. Lustig, der dreht sich nicht um. Ja, es dreht er sich um. Super. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, komm da raus. Sehr brav. Jetzt muss ich versuchen mit den Fernlisten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ach, jetzt kann er motivieren. Okay, cool. Gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Super. Oh, das war ein Kampf, der war so unnötig. Der feindliche General ist tot. Oh Mann. Okay, ich habe 790 aufgestellt, 714 verloren. Ja, wenigstens habe ich ihn bis auf 200 vernichtet. Oh Mann. Das war mal ein toller Start hier. Meine Güte. Und der hat natürlich überlebt, ne? Autsch. Ja, dann töte ich dich. Echt jetzt? Da kommt die zweite. Uiuiui. Uiuiuiui. So. Koche es, mach mal hin, ey. Vielleicht wäre es euch möglich, und ich frage mit dem höchsten Respekt, uns etwas Geld zukommen zu lassen. Gegen die Weller? Nee.
Waren die nicht für 16.000? Ich bin zwar reich, aber... wieso sollte ich für was bezahlen, was ich nicht will? So. Dam, da dam, dam, da dam, dam, da dam, dam. Du könntest mich auch mal ein bisschen, also hier unterstützen, ne? Nur so als Gag. Shit. Das ist ja schon wieder so eine. Oh Mann. Ich glaube, das schauen wir uns das nächste Mal an. Ja. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, dass wir die 212 nicht schon wieder verlieren. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bye. See ya. Sie müssen bestraft werden!